Die Ruhezeiten zwischen den Sätzen oder den einzelnen Übungen, wie lange sollten die sein? Und dann erzählt man euch immer 2 bis 3 Minuten, 3 bis 4 Minuten, 4 bis 5 Minuten. Oh, du guckst jetzt auf die Uhr. Nicht stören jetzt, ich habe noch 23 Sekunden. Wirst du ja irre bei. Es ist ganz einfach. Nimmst du ein ultraschweres Gewicht, wirklich ein Gewicht, wo du denkst, ich sterbe gleich. Oder nächstes Mal gehe ich in den Hafen, da kann ich Container ziehen, das ist das Gleiche. Dann brauchst du gut und gerne locker 3 bis 5 Minuten. Gönn dir einfach die Zahl an Minuten und counte die nicht ab, sondern die Zahl an Minuten, die du brauchst, damit du merkst, okay, ich bin wieder da. Und zwischen den Sätzen, wenn du einen schlechten Tag hattest und bist ein bisschen aggro, ja, und willst am liebsten den Nachbarn vor die Fresse hauen, ja, wie läuft denn so? Dann machst du nach 60 Sekunden den nächsten Satz. Dann lässt du die ganze negative Energie im Training raus. Und bist du sowieso ein bisschen am Arsch, weil du hattest eigentlich gar keine Lust zum Training, dann hast du noch ein bisschen mehr Zeit, 2, 3 Minuten. Mach das ein bisschen nach der somatischen Intelligenz, soma griechisch der Körper, nach dem Bauchgefühl.